Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Create My Comic Podcast. Mein Name ist Viri, der Chris ist auch da. Hi. Und heute haben wir wieder eine Spezialausgabe am Start und zwar mit einem phänomenalen, wunderbaren Gast, der uns hier heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Er ist ein sehr, sehr tüchtiger Mann. Der ein oder andere mag ihn vielleicht auch schon kennen. Wir kennen ihn als Martin, aber wahrscheinlich kennt ihr ihn besser mit seinem Instagram-Account, und zwar Mach Radau ist hier heute zu Gast bei uns. Da kann man ruhig mal klatschen, liebe Leute. Applaus, Applaus. Also, Vielen Dank. Applaus, Das Applaus, besser Applaus. hätte er das gar nicht sagen können. Wunderbar, wunderbar. Ja, richtig geil. Also, cool, dass du da bist, Martin. Sehr Wir sind gerne. richtig aufgeregt. Wir freuen uns richtig. Auf jeden Fall haben wir hier eine kleine entspannte Gesprächsrunde vorbereitet. Wir werden dir ein paar Fragen stellen, wie du zu all dem gekommen bist, wie deine Anfänge waren, einfach. Und dann reden wir einfach mal so über, denke ich mal, da die Saison auch ein bisschen angefangen hat, über Comicmessen und deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, informative und spannende Runde. So, Gerne. ja, so als kleine Einstiegsfrage dann, also praktisch wie so ein kleines Bewerbungsgespräch. Ich stelle den Gästen immer so eine kleine Einstiegsfrage, und zwar halt einfach, interessiert uns halt einfach, wie die angefangen haben, wie die Wurzeln halt bei ihnen liegen, und wie war das einfach bei dir? Also, wie hat das bei dir einfach mit all dem angefangen? Du bist ja ein ziemlich großer Comic-Fan, du stehst auf Serien, du bist ein leidenschaftlicher Gamer. Du machst einfach einmal irgendwie alles, was Spaß macht, und dann würde uns halt auf jeden Fall interessieren, wie du halt zu dem gekommen bist, was du machst, und wie deine anfänglichen Schritte waren. Jo, total einfach. Also es ist an einem verregneten Dienstag, November 83 gewesen, dass meine Mutter mich aus ihrem Uterus presste. Ich bin dann pünktlich Viertel nach 12 zum Mittagessen erschienen und schrie dann: Thanos ist hier. Nee, so in etwa. Doch, eigentlich stimmt das schon ziemlich gut. Nein, ich denke, ich bin in den 80ern geboren und da war, glaube ich, das Nerdtum zwar noch irgendwie im Keller, aber popkulturell dann doch aufgrund von Hasbro und Co. Hart in den Serien verankert schon. Ne? So, ne? Saber Rider und Co. Lassen da grüßen, Braveheart und wie sie nicht alle hießen. Da haben wir uns ja eben schon im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Und das fand ich halt immer schon geil. Und dann am Kiosk hatte man halt das Mickey-Maus-Heft. Ne, als Kind und ja, dann auch so lustige Sachen wie die Spinne, kennt heute keiner mehr. Und letztendlich hatte dann irgendwann mein Vater ein Atari mit nach Hause gebracht. Ne, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, wo man diese dicken Kassetten oben so reinsteckte. Und dann haben wir mit einem fetten Joystick Jungle Boy über Felsvorsprünge hüpfen lassen und per Asteroid die Welt gerettet. Gemeinsam. So ist das halt dann langsam herangewachsen und dann bleibt man irgendwie dabei. Jeden Samstagmorgen hat meine Mama mir halt mein Mickey-Maus-Heft gebracht. Ich habe mir ab und zu vom Taschengeld mit der süßen Tüte die Spinne reingezogen. Und ich habe dann nachher vom Atari auf den Gameboy gewechselt, auf den guten grauen Kasten und dann da weitergezockt. Und dann wird man älter, die Sachen entwickeln sich weiter, bei Freunden hat man am C64 und am Atari. Und schwuppsdiwupps ist man so alt wie ich und hat einen Instagram-Account und hält die ganzen Sachen immer schön in die Kamera. Also das Spielzeug, nicht irgendwelche Fotos. Ja, so in etwa muss ich das vorstellen. Und die Conventions, das ist dann quasi mit dem Start der German Comic Con damals gewesen, wo ich das. Ja, das ist ja quasi die erste richtig große aufgezogene Comic-Con in Deutschland gewesen. Und die habe ich mir direkt gegeben und bin dann von den ganzen Conventions-Marathon direkt einvernommen worden. Und das war herrlich. Und da bin ich bei geblieben. Ja. Wurde es also eigentlich mehr oder weniger so reingezogen, sage ich jetzt mal, in dem allen. Ja, also ich bin auch technikaffin. Ich habe Reingeboren. auch in der Schule, ich habe mich immer sehr für PCs begeistert, daran rumgeschraubt, LAN-Partys. Ne? Also, ja, liebe Kinder, früher haben wir Tower noch durch die Gegend geschleppt mit Röhrenmonitoren, um miteinander gegeneinander zu spielen, mit Kabeln dazwischen und so. Ja, ne, da machte man das und Okay. dann haben dann die Eltern von meinen Freunden darum gebeten: Martin, du machst doch da viel mit Computern, kannst du uns vielleicht den ISDN-Anschluss konfigurieren? Ja, und
dann bist du abgestempelt als Nerd, aber jeder hat dich trotzdem lieb, weil du halt die Sachen für die erledigt hast. Ich muss sagen, ich finde das witzig, ja, das ne? Cool. Wenn du, ich glaube, halbier mal sein Geld und nimm den Vater raus und dann hast du meine Entwicklung als Kind. Das ist original das Gleiche so. Ne? Da war noch kein Atari, ich kann mich auch noch an Jungle Boy und alles erinnern. Wir sind auch fast gleich alt, also das habe ich ja vorhin ja schon mal gemerkt, als wir uns unterhalten haben. Jaja. Jaja. Aber fast gleich nur, fast gleich. Also so wie ich und Viri, wir sind auch fast gleich alt. Ja, fast gleich alt, so mit 10 Jahren, über 10 Jahren Altersunterschied. So. Nee, du hast es ja, du hast es ja vorhin angesprochen, so damals war dieses ganze Nerd-Sein oder diese ganzen nerdigen Interessen waren so damals eine Nische und etwas Besonderes, oder sagen wir erstmal etwas anderes einfach. Und das hat sich ja jetzt so über die letzten Jahre, sage ich jetzt mal, über die letzten mehr als 10, 15 Jahre, wie würdet ihr das schätzen, hat sich das halt auf jeden Fall zum Ding schlechthin entwickelt. Ich würde sagen, 10 Jahre. Weil du kannst das relativ fest an Big Bang Theory machen. Also, wollte ich exakt gerade sagen, wann kam die erste Folge Big Bang raus? Ich glaube, daran lässt sich ganz gut festhalten. Da wurde es mehr Popkultur als Nerdtum. Ja. Genau. Genau. Und deswegen einfach meine Frage, von einem, der das so damals als Nische wahrgenommen hat und jetzt halt wo wir in dieser Ära leben, wo dieses Nerdsein komplett zelebriert wird, jeder trägt das irgendwie nach außen. Wie hast du die Entwicklung so einfach mitbekommen? Also wann war bei dir irgendwann mal der Punkt, okay, jetzt ist das Ganze irgendwie im Mainstream angekommen? Also, ja, wie gerade schon gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass Big Bang Theory so ein Trigger war dafür. Und der Start des MCUs mit X-Men. Und Wolverine halt, ne? Ich glaube, dass gerade der Prozentsatz Männer-Frauen sich ganz hart verschoben hat in der Richtung, eben mit dem Auftauchen von Hugh Jackman in den X-Men-Filmen. Das meine ich auch gar nicht sexistisch. Ist halt ein lecker Kerlchen, würde man in Köln sagen. Aber er hat, wollen wir ehrlich sein, also Hugh Jackman ist Wolverine, Punkt. Ja, der Typ sieht einfach 1:1 so aus. Und dann später mit Big Bang Theory kam dann tatsächlich schon das noch mehr in die Popkultur mit rein, wo man als Familie gemeinsam eine Sitcom genossen hat. Papa, Mama, Schwesterchen, Brüderchen, Katze und Hund. Und das dann nicht mehr als vollkommenes Nerd sein, sondern als normales Leben wahrgenommen hat. Wollen wir doch ehrlich sein, wenn wir uns da auch mal die Bezeichnung Nerd angucken, Nerd heißt ja nicht, das muss was mit zwingend mit Comics zu tun haben. Das ist ja mehr so ein Fandom-Ding. Früher hat in den 80ern und 90ern jeder A-Team geguckt. Mein Vater war so heiß auf A-Team. Mein Vater hat keine Folge verpasst. Ja? Oder Airwolf. Boah, geiler Scheiß. Ja. Und ich würde sagen, mein Vater war ein harter Nerd. Dahingehend. Ich glaube, dass dieses Comic-Nerd-Dasein aber unterschieden wird zu dem, was da früher war einfach. Und dieses Comic-Dasein gab es in den 90ern einen kurzen Peak mit den ersten Serien wie Flash, ja, die ja schon mal verfilmt worden sind als Serie auch. Und das war auch hart gefeiert, damals noch auf RTL Plus, glaube ich, mich entsinnen zu können. Und dann hörte das auf und dann kam so ein Down, so ich würde sagen so 95 bis 2000. Da war das uncool irgendwie. Das sind das die Kellerkinder, die das schwarze Auge spielen oder dieses Dungeons Dragon. total abgefahrener Scheiß hörte ich. Ja, und das fing dann nachher wieder eben mit diesem. Ich mal meinen B20-Würfel, muss ich zeigen. Ja, wo hab ich? Ja, ich hab's da unten liegen. Da komme ich jetzt nicht dran. Da müsste ich meinen Bauarbeiter-Dekolleté zeigen, das möchte ich nicht. Nee, ich glaube, dass das tatsächlich so, dass man da nochmal unterscheiden muss. Aber ich glaube, dieses Comic-Dasein kam letztlich mit X-Men in den Kinos und dann nochmal richtig gefüttert durch Big Bang Theory. Ja. Ja, also da ist es mir auch aufgefallen, also mit Big Bang Theory, dass auf einmal Leute angefangen haben, auch dieses ganze
ja, wir tragen jetzt Superhelden-Shirts und machen irgendwelche popkulturellen Anspielungen. Da habe ich auch in meinem Umkreis gemerkt, auch bei Leuten, bei denen es sich irgendwie gar nicht so angekündigt hat, dass die in Wirklichkeit irgendwie Nerds sind oder so, dass da auf einmal so Klick gemacht hat und auf einmal, zack, vom einen Tag auf den anderen Superhelden-Shirt, lustige Sprüche über Halo und da ist es mir auch aufgefallen. Wie war es bei dir, Chris? Also wie hast du das mitbekommen? Okay, ich wusste das, bei mir klingt das total bescheuert, aber okay, ist Real Talk, ist wie es wirklich ist, ne? Ich hab, wo wir gesagt haben, da kamen halt in den 90ern die Serien und so und dann ist das alles abgeflacht. Ich glaube, das ist abgeflacht, weil die Comicblase damals auch geplatzt ist. Dann war Geld raus, alle hatten ein bisschen Probleme, Marvel hatte große Geldprobleme. Ich weiß nicht, ob das genau zu diesem Zeitpunkt war oder ein bisschen davor noch, weiß ich nicht. Und dann ging es ja halt erst ab den 2000ern so langsam wieder los, als die Filme kamen und die Comics wurden wieder ein bisschen besser. Oder das heißt, besser wurde für meinen Sinne nicht besser, aber es lief wieder besser, weil das nicht mehr so war, dass nichts mehr was wert war. So, ich habe noch ganz viel Key-Hefte aus den 90ern, die sind nichts wert, ist total verrückt. Würden die heutzutage gedruckt werden, wären die in 10 Jahren voll einen Batzen Kohle wert, weil die Auflage einfach viel kleiner ist. Aber gut, ist halt so. Und ich muss dann sagen, ich hatte dann irgendwann ja diese Phase, wo ich meinte, ich müsste erwachsen werden. Also mich hat man tatsächlich gepackt. Ich habe dann gedacht, ich muss erwachsen werden, habe eine Menge Hefte verkauft, was mir in der Seele wehtut heute. Ich hatte eine Originalzeichnung von Howard Porter, wofür ich Schule geschwänzt habe, um den zu treffen. Und die habe ich auch verkauft. Das tut mir immer noch weh. Aber ich habe noch sein unterzeichnetes Heft. Habe auf jeden Fall viel weggehauen, habe angefangen, Weiber zu treffen, Party zu machen und all sowas, ne? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwann gemerkt, du haust ja immer solche Anspielungen raus. Das kriegst du ja nicht raus aus dir, ne? Das hast du dann mit 12 gemacht, mit 16 gemacht und auch wenn ich gar nichts mehr mit Comics so eine Zeit lang am Huhn hatte oder fast nichts mehr, dann hast du trotzdem noch so dumme Anspielungen gemacht. Und die meiste Zeit war das so ein Ausschlusskriterium, wenn du unterwegs warst. Du hast Mädel getroffen, hast dich unterhalten, dann kam sowas und irgendwann hatte die keinen Bock mehr auf dich. Und dann kam plötzlich eine Phase, wo du neben einem Mädchen in einer Disco standest, die auf ein Shirt anhatte, wo drauf stand, Nerds sind sexy. Und der hast du was von Star Trek erzählt und die wollte sich die Kleider vom Leib reißen. Da habe ich gemerkt, ja, das Leben hat sich verändert. Nett, Es sag mir ist den Club, deutlich besser sag mir den geworden. Club, Digga! Ja, ne? Ich kann mich sogar noch erinnern, das war ganz krass. Das war, als der Star Trek Reboot war. Da bin ich in diesen ersten neuen Star Trek Reboot-Film gegangen und wie ich im Kino saß, alleine, weil normal, du gehst ja alleine in einen Star Trek-Film, wer sollte schon mitkommen? Und dann sitze ich da allein und direkt neben mir sitzt jemand. Ein Mädchen, alleine. Das war eine super abstrakte Situation für mich, weil ich davor Star Trek 6, 7, 8, 9 und 10 im Kino gesehen habe. Und das waren volle Räume ohne Frauen. Darf ich dich fragen, Ja, war das vielleicht ein Pornokino? nicht. Da war witzigerweise daneben war ein Pornokino, aber das hatte nichts damit zu tun. Heute ist Star Trek Night. Bringen Sie die Enterprise mit und wir beamen Sie rauf. Sind die Photon-Torpedos bereit? Shuttle hebt ab. Nein, aber das tatsächlich, ich habe gemerkt in meinem Umfeld, was eigentlich immer viel zu cool war für Comics, und das, also wirklich, jetzt mal Frauen inkludiert, aber auch so mein ganzes anderes Umfeld, es war halt mehr Akzeptanz da. Ich war zwar immer noch so ein bisschen der Schräge, weil ich einfach zu krass unterwegs war, was das anging, aber es war einfach so akzeptiert. Ne? Und also gerade und mit Big Bang Theory ist halt der Knoten komplett geknackt und dann war es so für manche Frauen auch tatsächlich interessant. Und wenn ich dann Sprüche gehört habe, ach, ich hätte so gern Sheldon, den fände ich so süß, wo ich mir immer gedacht habe, ehrlich, das kann nicht euer Ernst sein, der Typ hat echte arge Probleme im echten Leben. Das ist nicht mehr süß, wenn du den echt kennst, wenn dir deinen Job versaut und so, ne? Aber das ist dann halt ganz Ja, deutlich das hört gemerkt. man oft. Das hört man irgendwie oft, ne? Ja. Also, dass Leute voll auf Sheldon abfahren. Bei mir war das immer so, ich bin ja Nerd. Und ich habe Big Bang Theory auch ein bisschen geguckt. Also, ich habe es nie so intensiv geguckt. Es läuft immer nebenher, wenn ich esse. Und also bei mir war es immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich würde mich in Wirklichkeit nie mit so einem wie Sheldon verstehen können. Ich glaube, ich habe mich schon so oft mit dem Ja, geprügelt. Ja, Real ist Talk. so. Was heißt geprügelt? Du Ja, meinst, du Real hättest ihn Talk. verprügelt, weil prügeln tut er dich nicht. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich hätte es zumindest getan. Also wer den Viri mal live gesehen hat, weiß, dass er und Sheldon dieselbe Gewichtsklasse sind. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Genau, aber das ist interessant. Das ist interessant, dass wir das gerade jetzt, dass wir jetzt schon in diesem Thema sind, weil gerade die, ich sag mal, gerade die weiblichen Nerds, ne? Ich denke mal, wenn man jetzt auf Messen geht oder wenn man auch in Fangruppen unterwegs ist oder so, da gibt es ja ein sehr, sehr hoher Anteil an weiblichen Mitgliedern zum Beispiel oder einen sehr hohen Anteil an weiblichen Comic-Con-Besuchen oder so zum Beispiel. Da frage ich mich doch manchmal echt, wo waren die eigentlich damals? wo wir schon Nerds waren, es aber noch nicht so cool war. Also, das ist so eine Frage, die stelle ich mir irgendwie immer wieder, oder? Also jetzt nicht nur explizit auf die Frauen bezogen, sondern auf viele Leute bezogen, ne? Ja. Die irgendwie meinen, okay, sie waren damals schon hier, dies und das, ne? Und ich frage mich da oft, wo die alle früher waren, so, ne? Also ich will jetzt niemandem das Nerdsein absprechen, aber das ist schon sehr, sehr auffällig, ne? Dass du gerade viele Leute vielleicht hast, auch in deinem Bekanntenkreis, bei denen du es irgendwie nie für möglich gehalten hättest, dass sie solche Interessen haben. Wahrscheinlich war es einfach auch nicht, wahrscheinlich war damals auch noch nicht die Zeit dafür, ja. Also wahrscheinlich haben die Leute auch nur darauf gewartet, bis sowas ins Mainstream dringt, bis sowas an die Oberfläche kommt, damit sie es ausleben können. So, Ich und glaube tatsächlich, wenn wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen differenziert betrachten, jetzt von Deutschland aus, ne? Und Frankreich war da viel, viel früher als wir, schon am Start, ja, die war. auch ohne Big Bang Ja. Theory. UK Die waren auch schon mit Anime und Manga sind die auch schon korrekt. viel, viel weiter als wir zum Dragon Ball Beispiel. Z war da, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Ja. Schulaustausch, da muss ich 14, 15 gewesen sein. Und der war in Metz, das ist hier von Köln aus, sind das keine 100 Kilometer. Ja, also wirklich, kein Scheiß. Ja. Und der hat halt voll, der war voll auf Dragon Ball Z. Der hat die Mangas gelesen, der hat die Serie geguckt, der hat den Sega, einen Mega Drive gehabt. Und da gab es sogar ein Spiel von. Und ich hatte keine Ahnung, was der da mit mir spielen will. Ja, ich kannte das Einfach eine nicht. Story. Definitiv. Und dann müssen wir noch UK betrachten, welche ja immer eine direkte Verbindung mit US haben. Ja, die Amerikaner sind auch natürlich viel, viel eher da, weil die Comic-Kultur ja eher, also zumindest die Comic-Heft-Kultur, so muss man es ja eher sagen. Wir Deutschen waren ja mehr die Comic-Strip-Typen, viel eher betrachtet haben, auch im Hinblick auf Conventions. Und dann müssen wir noch das Nerdtum an sich unterteilen, so ähnlich wie das beim Hip-Hop mit den Gewalten ist, ne, oder mit den verschiedenen Elementen. Es gibt durchaus da, ja, ich finde, eine dynamische Aneinanderreihung. Es gibt den Nerd, der steht auf Serien. Es gibt den Nerd, der steht Serien und Filme, machen wir es einfacher. Es gibt den Nerd, der steht auf Spiele. Es gibt den Nerd, der steht auf Comics oder allgemeinen Geschichten. Ne, nehmen wir auch mal die Bücher-Nerds dazu. Und dann gibt es, die würde ich nochmal einzeln betrachten, so diese Manga- und Anime-Freunde. Ja? Und darunter gibt es dann wieder einen ganz leichten Baum oder eine Verästelung zum Thema Cosplay. Ja, und ich denke, gerade jetzt aus Kölner Sicht, ne, mit Karneval und Verkleiden und so, waren es auch immer eher die Mädels, die eher geneigt waren, sich ein bisschen krasser zu verkleiden, weil, wollen wir ehrlich sein, wir Jungs, wir sind cool wie Sau, wir machen sowas nicht, ne? Und Ich war nie ne, gut. und die Mädels, die machen ja generell halt auch mehr mit Schminke und ne, ist halt so. Ich glaube, das ist dann schon auch antrainiert in einer gewissen Form. Dass man so gerade die 80er und 90er Jahre oder die 70er muss man ja auch noch dazu zählen, da kamen ja Dungeons and Dragons schon auf. Das war irgendwas Neues und ihr wisst, ne, wir Menschen sind doof und Gewohnheitstiere, was Neues ist doof. Und dann, warum soll man sich denn eine Geschichte ausdenken und da drin rumspielen, wenn man die Geschichte nicht selbst einfach lesen kann? Wir sind ja alle faul. Und als das dann langsam sich alles aufsplittete und gerade auch in das Cosplay Ding reinkam. Und das war der Punkt mit den Manga und Anime, wo Frauen mehr angesprochen worden sind und so mehr da reingezogen worden sind und dann auch mehr ins Gaming reinkamen, weil Animes mehr vergamed worden sind. So möchte ich es mal ganz kurz betrachten. Denn früher, was gab es denn an Games? Es gab Jump'n'Runs, Tick-to-Point und Sportspiele wie FIFA, wollen wir mal ehrlich sein. Das war es ja im Grunde. Vielleicht noch Rennspiele. Beat 'em Okay. up, Und beat da 'em up, beat 'em up, Mortal ja, Kombat. gut, und das ist doch alles eher, wenn man es mal betrachtet, von den Spielprinzipien her sehr maskulin. Ja, also Jungs spielen mit Actionfiguren, ne, so die alten guten He-Man-Figuren, Mädels maximal mit Puppen und Barbies.
Ne, aber es kommt aber keine Gewalt. Jetzt bauen wir eine Geschichte um Barbie in einem Spiel oder mit He-Man oder Action und hau auf die Fresse. Das ist viel leichter und auch viel interessanter, weil du da mehr diesen Gewinncharakter hast. Und Jungs werden ja eher auch darauf getrimmt, gerade im Kinderalter, immer zu diesem Gewinn, besser sein als andere. Mädels eher hübscher sein oder eleganter sein. Ne? So dieses ganz alte Weltbild. Und das ist nachher verschoben worden. Und an dem Moment, wo es verschoben worden ist, da sind die Mädels plötzlich drin gewesen. Das ist eine These, aber ich glaube, die kommt ganz gut. Finde ich super Kann man interessant. auf jeden Fall so erklären. Ja. Ja. Also so habe ich es nie betrachtet, aber kann man auf jeden Fall so sehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also gerade das mit diesem Cosplay und den Mädels, muss man ja echt sagen, Anime-Cosplay waren deutlich eher als die anderen Cosplay-Geschichten hier. Voll, Ja. voll. Waren ja auch das, Voll. die haben ja auch diesen Niedlichkeitsfaktor, ne? Dann machst du dir so Genau. Runde, so sowas, was Instagram und Snapchat jetzt mit den Filtern machen. Das ist das moderne Cosplay, wenn du so willst, Augmented Reality-mäßig. Ne, die Mädels Ja, haben oder angefangen mit halt. diesen großen Glubschaugen, die so ein bisschen glitzern, die Öhrchen und hier und da. Und das ist ja viel, viel süßer gewesen. Och, ich mache mir jetzt so Plüschohren an und dann bin ich gecosplayt. Und das wurde nachher dann Genau. immer mehr. Ja, oder halt einfach die Sache, dass halt viele Figuren ja auch sehr androgyn sind. Dass halt dann genau die Mädels einfach egal, also alles cosplayen konnten, ne? Also egal ob weiblich oder männlich, so, das war dann im Prinzip egal und das sah trotzdem super aus. Ja, und dann kommt natürlich noch die Sache mit der sexuellen Orientierung. Davon auch nicht ganz vergessen. Bei vielen Cosplays ist es schlichtweg egal, was für eine sexuelle Orientierung da ist, was dargestellt worden ist. Und wir fangen ja gerade erst richtig an, das aufzubrechen. Ne, dass es total wurscht ist, was du für eine sexuelle Orientierung hast. Und wenn wir uns gerade das Thema Manga angucken, viele Frauen oder viele Mädchen lesen ja Mangas, welche über zwei Jungs handelt in der Stadt, die irgendwie nicht zu Rande kommen, weil diese ineinander verliebt sind. Es geht da selten darum, dass zwei Mädels irgendwie miteinander verliebt sind. Es sind die zwei Jungs. Und das sind die Mangas, die aber die Frauen viel mehr ansprechen. Und das wird ja auch viel bei diesen Cosplay-Contests, dann, wo dann auch dann diese Musikeinspieler und Texteinspieler, Dialogeinspieler kommen, wo es eben genau auch darum geht, so Liebe und allem Möglichen. Bei Batman, das Einzige, was an Liebe da richtig vorkommt, ist jetzt ganz neumodisch, Harley Quinn mit Joker. Wobei das eine relativ kranke Geschichte ist. Und eben Batman und Catwoman, ja, was die gerade Ja. versuchen zu normalisieren, aber wenn man es genau nimmt, auch eine ganz kranke Geschosse ist. Ja, das auf jeden Fall. Also sehr interessant. Also darüber werde ich sogar nachher noch ein bisschen Auf jeden Fall, ne? Das war nachdenken. jetzt Ihr richtig dürft gerne richtig noch mehr krass, das war richtig träumen. deep. Jetzt noch mehr nachdenken. Also Ja. ich habe gestern Endgame gesehen und jetzt noch mehr nachdenken. Nichts über Oh mein Endgame Gott, sagen. ey. Ey, spoilert auch nicht, ob ihr es gut Nee, oder nee, schlecht nee. fandet. Ich weiß nichts. Ich komme jetzt am Wochenende dazu. Wir sagen nichts. Wir sagen nur, man kann drüber Ich habe nachdenken. es ja Das gerade stimmt. vor einer Minute noch in den Chat geschrieben. Thanos demands silence. Wir müssen uns daran halten. Weil da Richtig, kam gerade schon richtig, die genau. Frage. Genau. Vielleicht Ja. später. Vielleicht. An anderer Stelle. Genau, an anderer Stelle. Aber genau, kommen wir nochmal zu dir, Martin. Und zwar, Nochmal. du. Ja. Du hast ja, du benutzt ja mehrere Plattformen im Internet, um, sage ich jetzt mal, Mich zu präsentieren. um dich zu Präsentieren, präsentieren, dein dein Ding Ding so, sozusagen durchzuziehen. Oh, der ist so Oh, daneben. Ich musste aber so hart ich wusste, dass du lachst. daneben. Du wusstest, ich wusste, dass du lachst, Ja, deswegen habe ich warum dir machst du gesagt, den denn um dich auch? zu präsentieren. Ja, ich dachte, ich kann mal was sagen, ohne dass du gleich irgendwas Nicht vermutest. mit Ohne dass mir. du. Nicht mit mir, Ja, Mann. leider. Ja, ich war da echt guter Hoffnung. Nicht in unserem Da bin ich. Podcast. Ich bin da ein bisschen zu optimistisch rangegangen, aber ich dachte, ich versuch's mal. Auf jeden Fall hast du verschiedene Plattformen, um dich zu präsentieren, um deine Formate vorzustellen und um dich einfach mitzuteilen. Deswegen, ja, wo kann man dich finden? Also für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen, wo kann man dich finden und was machst du so? In Köln. In Köln ist er. Ihr könnt nach Köln Ihr könnt fahren. nach Köln Der kommen. Martin wartet da. Der Köln-Kalkverbot. Martin wartet Nee, da. ich habe einen Instagram-Channel, der umfasst im Grunde nichts anderes außer Nerdkram. Und zwar Nerdkram, jetzt nicht nur dieses, ihr kennt das, ihr kennt die Channel, die immer nur den Controller so in die Kamera halten. Und dann mit Lippenstift und
Und dann, wie war euer Tag heute? Ja, das mache ich nicht. Ich halte immer mit der Hand. Nee, also ich halte auch mal einen Controller durchaus auch mal in die Linse. Allerdings hat das dann einen Grund, ja, und nicht nur, um irgendwie hübsch auszusehen. Mein Antlitz ist sowieso schon hübsch genug. Nee, ich umfasse auch, also neben Gaming, auch Comic-Topics, Filme und Serien im Speziellen, ab und an auch mal ein Buch, ne, so Harry Potter-Style mäßig oder so. Das sind die ohne Bilder, ne? Ja, die ja. Ich sag, ja. so, das sind Sachen, die durchaus halt mein ich würde sagen, mein Instagram-Channel so für 99% ja, doch füttern. Dann habe ich halt einen sehr, sehr, sehr kleinen, aber sehr charmanten YouTube-Channel und eben auch einen Twitch-Channel, wo ich dann ab und an mal streame. Und das Ganze alles zu finden unter demselben Namen, nämlich Mach Radau, zusammengeschrieben. Ja, total easy peasy. Ich wollte das so einfach halten wie möglich. Mach Radau hat einfach vom Namen her einen ganz bestimmten Hintergrund, nämlich sich nicht zu verstecken, laut sein, nach vorne gehen. Und ich glaube, das müssen wir Nerds bewiesenermaßen überhaupt nicht mehr tun. Wer legt sich schon gerne mit Tony Stark an? Ich glaube, nicht so viele. deswegen halt Mach Radau. Und auf den Plattformen bin ich unterwegs. Aber ich bin auch viel auf Conventions unterwegs. Da kann man mich genau. Genau. Da sprichst du auch was Interessantes an. Aber Chris, du hast gerade dich gemeldet, oder? Oder was? Dann unten. Aber ja, ich wollte tatsächlich was sagen. Also ich muss auch sagen, ich konnte den Mach Radau jetzt schon ein bisschen länger beobachten. Nicht seit seinen Anfangstagen, aber seit, ich glaube, nicht übertreiben, aber seit über einem Jahr, vielleicht sogar schon 2 Jahre, habe ich ihn in meinem Instagram. Und ich finde einfach, dass du dich auch stark abhebst von, tja, Konkurrenz will ich gar nicht sagen. Ich finde, du läufst ganz schön aus der Konkurrenz. Einmal durch die Art des Contents an sich, weil du tatsächlich jetzt nicht, ich sag mal, du hast nicht den, ja, wo wurde das schwer gesagt? Ich fange nochmal neu an. Ich finde, es gibt halt viele, dass mich rausschneiden knallt. So, nein, aber ich finde halt, es gibt viele, die sehr, sehr stark auf den Hype-Train aufspringen, wenn gerade was ist. Und das ist auch, also je nachdem, was jetzt gerade so interessant ist. Ne? Wenn jetzt morgen wieder was über Transformer-Trickserie aus den 80ern kommt, dann hängen die alle komplett drauf. Und das ist, finde ich, bei dir nicht. Du bist zwar bei den aktuellen Themen dran, aber ich finde, du wirkst immer authentisch. Und das, finde ich, ist heutzutage leider schon was Außergewöhnliches. Ich habe immer das Gefühl, du machst tatsächlich den Kram, auf den du wirklich Bock hast. Finde ich sehr geil. Und ich finde auch, du hast mehr Entertainment, weil du bist einer der echten Creator. Ne, da kommt öfters mal bei dir so durch, so was du jetzt letztlich in deiner Story gemacht hast, mit diesem Päckchen, wo du dann lachst, haha, und dann holst du dir da ein Messerchen und reißt das auf. Das finde ich total, das ist echtes Entertainment. Das ist nicht nur jemand, der einfach einen Post von sich macht, so, sondern ich glaube, da steckt auch echt Zeit hinter, weil ich weiß genau, wenn ich an sowas hänge, ne, das dauert Ewigkeiten, so, habe ich null Bock drauf. Und deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, da steckt A, Zeit hinter, und das merkt man auch, und das ist dann auch echtes Entertainment. Es ist immer schade, weil es, ich sag mal so, deine Insta-Story geht dann am Ende des Tages vielleicht 2 Minuten. Mehr kommt ja gar nicht zusammen, das sind ja schon mehrere hintereinander. Aber das sind dann 2 Minuten, die ich echt, also da ist für mich Value drin, so, das ist etwas, wo ich mich hinterher dran erinnern kann und so. Und das ist halt so anders, als zu sagen, hey, ich bin heute wieder bei Dead or Alive dabei. Und ihr so? Weißt du? Also finde ich, ist das deutlich besser. Ich finde, du hast natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass du so viele Interessen hast, dass du die du greifst auch mehr Leute ab durch deine mehreren Interessen, was ja auch sinnvoll ist. Und ich finde, du hast ja in dieser Szene schon relativ guten Erfolg. Also jetzt so mein Blick, was das angeht, ist, ich finde der Standard Comic Nerd Instagrammer hat so in der Regel um die 2.000. Und das ist irgendwo da, wobei den meisten es oft aufhört, weil ich danach würde zwar weniger sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, Standard ist tatsächlich übertrieben. Ich sag mal so, die Erfolgreicheren, die gut Vernetzten, die kommen so bis auf 2.000 ungefähr. Und da hört es dann aber auf, weil das sind diese 2.000 an Leuten, so mehr oder weniger, die da wirklich drinstecken. Das ist, ich folg dir, du folgst mir und wir sind alle miteinander, ja, und verlinken uns andauernd. Das hat einen Grund, glaube ich. Das hat gar nicht was damit zu tun, dass sie das, was sie tun, irgendwie schlecht tun oder so. Ich glaube, die sind einfach noch härter in dieser einen kleinen Nische drin, nämlich
Comic-Hefte lesen. Ja? Was ich mache, ist ja eben Comic-Hefte, Bücher, Gaming, irgendwie auch mit anderen Cosplayern quatschen, albern sein, Grimassen ziehen, das mache ich ja auch noch. Ne? Ich mache ja doch auch ein bisschen, ich versuche ja dieses Entertainment da zu machen. Filme, Sitcoms, ich mache also eine ganze Palette. Und wenn du jetzt aber nur eins davon hast, dann bist, also ich bin schon in der Nische drin oder wir sind schon in der Nische drin. Und wenn dann einer da ist, der liest nur Comics und macht jetzt meinetwegen nur Rezensionen, beispielsweise von, wo das auch Panini sieht, wo die dann auch ihr Rezensionsmaterial bekommen und solche Geschichten, die haben ja nicht viele Möglichkeiten, irgendwie das groß zu präsentieren, außer es in die Kamera zu halten, das Comic, oder vielleicht mal ein Snippet abzufotografieren, was ja eigentlich gesehen sogar illegal ist, ne, weil Urheberrecht und so. Ja. Und da begibst du dich dann auf Teufels Messer, ne? Thema Uploadfilter. Und ich glaube, dass einfach so viele Leute gar nicht nur die ganze Zeit Comics lesen. Also ich kenne die Auflagezahlen jetzt nicht alle, ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mehr Zuschauer im Kino gibt von Captain Marvel als Leser von Captain Marvel. Ja? Und Ja, safe. entsprechend haben die einfach so eine kleine Nische, dass auch nur weniger Follower generiert werden können, egal wie gut die sind. Ja? Ich kenn einen oder zwei von wie sagt man, Rezessanten? Rezessionisten. Rezensenten. Rezeptionisten? Rezensenten. Was? Von den Leuten, die sich die Comics Rezensenten. durchlesen und sagen, was da Sache ist. So. Genau. Der eine, glaube ich, der ist noch unter 1K und der andere ist knapp über 1K. Und beide machen das wirklich fantastisch, nutzen teilweise, einer davon sogar IGTV, was ja jetzt noch ein neues Medium irgendwie auch ist. Und das macht er wirklich gut mit musikalischer Unterlegung, mit Voice-Over, wirklich cool. Und ich glaube, dass Instagram wirklich ein ganz, ganz tolles Medium ist, um das darzustellen. Ich weiß, das sehen nicht alle so. Wenn das ein paar Leute jetzt von anderen Podcasts hören, wo ich weiß, die mögen das nicht. Hallo, ich grüße euch. Ich glaube nämlich, das funktioniert sehr, sehr gut mit Instagram und eben nicht gut in einem YouTube-Channel oder nicht so gut wie bei einem YouTube-Channel. Oder nee, der YouTube-Channel funktioniert nicht so gut wie Instagram, weil Comics sind in der Dramaturgie schnell. Warum sollte ich jetzt ein 10-Minuten-Video von einem Comic machen, wo ich dasselbe Comic in 20 Minuten aber durchlesen würde? Das macht für mich keinen Sinn. Ja, also dann lieber in 2 Minuten Shortcuts mit Instagram Stories nutzen, mit 10 Fotos in einem Posting und dazu vielleicht noch ein IGTV-Ding. Und du kannst alles irgendwie im Rahmen der rechtlichen Legalität oder Grauzone, Urheberrecht und so, dann auch noch darstellen. Ich glaube, das geht schon gut, ist halt aber eine harte Nische. Ja, es ist wahrscheinlich was, wo man gucken Ja. muss. Ich denke, beides sind Tools, die man richtig anwenden kann. Ich hatte jetzt auch nicht so wirklich in Richtung der anderen geschossen, sondern es war eigentlich mehr so Props an dich, dass du dadurch, dass du dich so breit aufstellst und auch guten kreativen Content bringst, dich da halt einfach auch eine größeres Level bringen konntest. Also das fand ich schon gut. Ja, Und ich denke halt, das ist genau. das, woran Sehe sich, ich auch so. woran andere sich gut orientieren könnten. Ich glaube, sich auch wirklich pur auf Comics zu beschränken, ist schwierig, muss man einfach sagen, ne? Also dann muss man schon sagen, wie also unser Blog zum Beispiel, wir haben den DC-Blog, aber wir decken DC dann komplett ab. Das heißt, Comics, Videospiele, Filme und solche Geschichten ist schon ein bisschen besser und spätestens mit den Filmen kriegst du auch ein paar mehr Leute, die sich dafür interessieren. Wirklich pur auf Comics Ja, ist tatsächlich die Frage schwer. ist halt auch, welches Ziel verfolgst du mit so einem Instagram-Channel, ne? Also die Masse sagte sowieso, ich mag das einfach aus Lust und Laune. Ich möchte Fotos teilen. So wie man das früher mit Facebook auch hatte, wo das neu war. Ich habe, oder MySpace oder so, ja, ich teile da meinen Scheiß. Und irgendwann kommst du halt bei einer steigenden Anzahl von Followern auf die Idee, okay, ich könnte jetzt, weil man, der Anspruch wächst ja auch, ne? Jetzt mache ich mal ein bisschen mehr und hier und dies und das. Und dann kommt vielleicht auch mal eine Firma plötzlich auf dich zu, total verrückt, und sagt, pass auf, darf ich dir vielleicht mal einen Comic schicken und dann sagst du was dazu? Und ich glaube, dadurch wächst dann der Anspruch ganz schnell. Ne? Ich weiß, viele Leute sagen, ja, ich mache das nur aus Spaß und Freude und hier und da. Das mag auch alles richtig sein, ich glaube, so fängt es an. Aber es geht ganz schnell dann in diese höhere Schiene. Das kann man verstehen oder mögen oder eben auch nicht. Ja, Das stimmt, sehe ich ja. eigentlich auch so. Genau. Ja, dann könnte man ja direkt mal die Überleitung machen. Was war denn dann so bei dir? Ab wo hattest du denn dann den Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das ein bisschen ernsthafter betreiben. Ich möchte auch wirklich mehr Energie reinstecken.
Es war ein verregneter Dienstag im November, in den 80er Jahren. In Köln regnet es halt auch. In Köln regnet es. Ich glaube, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass die Leute das richtig interessieren. Also am Anfang hatte ich Instagram für mein soziales Leben. Also wo ich einfach nur ganz normal mit Freunden Selfies gemacht habe, meinen Cocktail abfotografierte. Ich glaube, so wie das jeder mit Instagram irgendwie gemacht hat am Anfang. Und irgendwann habe ich halt vermehrt dann mein Nerd-Kram geteilt. Mein neuestes PlayStation-Spiel, das nächste Comic, irgendwie sowas. Und dann kam ich irgendwie zu den, was hatte ich plötzlich von 400, das, so zwischen 300 und 400, das war so mein Standard. Und dann kam ich zu den 600, 700. Und dann dachte ich, okay, da passiert was. Und ich war damals halt bei einem Online-Payment-Service-Provider arbeitstechnisch involviert. Und ich komme ja ursprünglich auch aus der Grafik und aus dem Marketing ein bisschen mehr, was ich gelernt habe. Und dann das Thema Social Media wurde auch immer wichtiger. Und dann liest man sich da ein, und dann kam diese Blase YouTuber plötzlich auf. Und dann hatte ich dann den Anspruch, da geht ja irgendwas. Ja, da gibt doch was. Und dann habe ich den ganzen Instagram-Account so ein bisschen ummodelliert. Ich denke mal, das ist so vor 4 Jahren gewesen. Würde ich jetzt schätzen. Ja, und dann kam so der Anreiz, oh, pass auf, den Meilenstein 1000 Follower fände ich schon geil. Die hatte ich dann irgendwann. Dann denkst du so, oh, da war 500 mehr, wäre schon geil. Also ist dein jetziger Machradau-Account war ursprünglich dein ganz normaler privater Account, den du einfach, wie du gesagt hast, ummodelliert ja, hast? Ja, tatsächlich hatte ich den eine Weile auch für was komplett anderes benutzt, nämlich ich habe eine Zeit lang hier in Köln Hip-Hop-Partys veranstaltet, Jams. Die Jam-Reihe hieß eben Radau. Und dafür hatte ich das dann halt auch verwendet. Da war ich bei Facebook aber auch viel, viel, viel aktiver als bei Instagram. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil es einfach so viel Zeit in Anspruch nahm. Und boah, die Hip-Hop-Szene ist auch echt schwierig, ganz ehrlich. Ja, mit Künstlern arbeiten, ich weiß nicht, wer es schon gemacht hat, ist echt eine Wucht. Und dann habe ich das so mehr auf meine persönlichen Sachen halt umgemünzt. Nämlich, ey, ich mag Nerdkram, ich habe das immer schon gemocht. Auch wenn das der eine oder andere nicht so sieht. Hashtag Napoleon-Komplex, kannst mich mal. Entschuldigung, war nur kurz... War eine kurze Mic drop. Und dann habe ich das halt ummodelliert und hatte damit offensichtlich auch irgendwie Erfolg, aber wohl eher auch damit, ich glaube, viele Leute fanden mich sehr entertainend, aufgrund der Art und Weise, wie ich das präsentiert habe. Also weil ich halt auch Grimassen schneide, Unsinn quatsche, albern bin, und ich glaube, das passt ganz gut für die Nische. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da kann man dir nur zustimmen. Und gratulieren auf jeden Fall. Danke. Also Respekt auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Arbeit, die du machst. Können wir aber gleich, du hast es ja vorhin angesprochen, du machst viele Bilder, dokumentierst du mehr oder weniger alles und beschäftigst dich mit sehr vielen Sachen und hast du aber auch ganz kurz Messen erwähnt. Und das ist so ein Thema, das finden wir sehr, sehr interessant, weil du gehst ja viel auf Messen, du liebst es, auf Messen zu gehen, du moderierst sogar eine Messe, ich glaube, das ist die Con in Bodensee, oder am Bodensee, genau, die Comic-Con Bodensee, und genau, das ist so ein Thema, was uns auch interessieren würde, und zwar die ganzen Comic-Cons und Nerd-Messen. Die sind ja, sage ich jetzt mal, in den letzten 4 Jahren sind die ja richtig am Laufen. Also die sind ja richtig aus dem Boden gewachsen, mehr oder weniger. Ich glaube, 2016 war die erste German Comic Con. 2016, ja. Also ich hatte irgendwie 2015, 2016 im Kopf, aber ja, genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich könnte es googeln. Achso. Wir könnten es googeln. Ja, red weiter, ich google. Okay, du googelst, genau. Also wie gesagt, die ganzen Comic-Messen, Comic-Cons, wie man heutzutage sagt, die sind ja mehr oder weniger dann richtig zahlreich aus dem Boden gekommen. Es gibt verschiedene Messen in verschiedenen Städten von verschiedenen Veranstaltern. Dezember 2015. 2015,
Okay, genau. Sehr gut. Und da wollten wir einfach mal fragen, so, wie waren so deine, sage ich das mal, also wie hast du so die Entwicklung mitbekommen, ne? Also die, gerade in Köln finden sehr, sehr viele Messen statt oder im Raum Köln. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Gamescom natürlich nimmt, ist da keine Comic-Con, aber ist natürlich auch eine sehr, wahrscheinlich sogar die größte Nerd-Messe, die RPC, die ja jetzt zur CCXP geworden ist. Fand in Köln statt oder findet in Köln statt und so weiter und so fort. Und wie hast du einfach so the Rise of the Comic-Cons hier mitbekommen und was sind so deine Erfahrungen, die du machst? Ja, brandheißes Thema. Wer meine letzten Instagram-Stories, Highlights gesehen hat, Habe ich you geschaut, know habe what I ich mean. geschaut. Nee, Beim Fitness sogar sogar geschaut. geschaut. Beim Fitness. Ja, das, Beim dann nehme Fitness, ich ja. dabei vielleicht auch was ab. Nicht schlecht. Nee. Ja. Also, um es ganz einfach zu sagen, also die erste, nennen wir es mal Nerd Convention, war für mich die Gamescom. Da hatte ich die ersten Berührungspunkte, aber tatsächlich erstmal arbeitsbedingt. Total irre. Ich hatte da das unwahrscheinliche Glück. Wie gesagt, ich war bei einem Online-Payment-Service-Provider, ne, also sowas wie PayPal, angestellt. Und da haben wir natürlich auch in diesen ganzen DLC-Kisten viel Meetings gehabt und sowas. Mit EA, mit Turtle Entertainment, also der ESL und solche Geschichten. Schönen Gruß an Marco. Und da lässt man sich, also man ist ja, wenn man so Messen kennt, auch vom Berufsleben, man kennt das, das sind einfach nur Tische und ein paar Rückwände. Und dann kommst du auf die Gamescom und da sind die Stände einfach mal bis Ja. unter die Decke, Scheinwerfer Ja. überall, eine Neon Anlage, die den überall, örtlichen Club Leinwände. Ja. definitiv schlagen würde. Und Wahnsinn. Screens so groß wie Hauswände, ja. Und ich rede hier nicht ja von Beamern, sondern von Screens. Und das sind dann Sachen, die erschlagen einen und überwältigen einen. Und dann da vom Job hin hingeschickt zu werden, dann heißt es, arbeite da mal. Und du denkst, du bist im siebten Himmel als Nerd, ja. So, ja, so Wolkenaufriss, Licht, wah! Naja, und wie dem auch sei, dann ist es dann so gewesen, dass man dort dann Fotos macht und dass man mit Cosplayern spricht, mit dem Ben vor allem hier, Mall Cosplay. Ich glaube, das ist derzeit auch der bestbezahlteste und bekannteste, glaube ich, von allen. Und letztendlich war ich dann da dreimal vom Job und irgendwann kam dann diese Ankündigung German Comic Con 2015. Die erste German Comic Con. Und da gab es ja schon Big Bang Theory. Und da hörte man von San Diego Comic-Con und so. Ach komm, gib's es dir mal. Ja? Dortmund ist jetzt von Köln aus nicht Ja. so weit weg. Und dann fährt man da hin. Und ich war am Anfang etwas erst so, irgendwie habe ich mir jetzt mehr Gamescom erhofft, ja. So von den Ständen. Aber doch, man wird ganz schnell in diesen Wirbel eingezogen, wenn man die Cosplayer sieht, die Fotografen, die Händler, die doch so wie auf dem Hamburger Fischmarkt rumschreien teilweise. Geil. Und dann taten mir so die Füße weh, dass ich gedachte, oh, große Halle, da ist jemand verschwunden. Passiert. Oh, kommt gleich zurück. Und dann habe ich mich ganz einfach mal hinsetzen wollen in der großen Halle mit den vielen Stühlen. Und dann kam tatsächlich auf einmal Sylvester McCoy auf die Bühne, weil ich nicht wusste, dass da Panels stattfinden mit Stars. Ja, dann habe ich Sylvester McCoy gesehen, einen alten, gebrechlichen Mann am Stock, der sich das Mic nahm, von der Bühne hüpfte und selbst die Fragen von den Leuten abholte. Ein Riesen-Entertainment machte. Dann kam Rory McCann noch vorbei. Ryan Hurst war plötzlich da. So viele Leute und das war einfach nur verdammt geil. Und da war ich dann hin und weg. Das war's. Und für mich war klar, wenn wieder sowas ist, dann fahre ich dahin. Ja, und seitdem war ich eigentlich fast auf jeder German Comic Con in Dortmund. Ein Jahr habe ich ausgesetzt. Zwischendurch war ich noch auf der German Comic Con in Frankfurt, weil da die Gotham Stars eben waren von der Serie Gotham. Sean Ja. Petrie, Robin Lord Taylor war da, Drew Powell, Aaron Richards und ich liebe diese Serie, ne, DC Block und so. Deine letzte Folge ist angelaufen, leider, glaube ich Ja, sogar. ja, ja. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe es jetzt Ja. wieder gesehen auf der Spring Edition vom German Comic Con. Die Gotham Stars sind der Hammer.
echt, ich finde die so unterhaltsam und die sind so lieb und nett. Krass. Naja, wie dem auch sei, das war dann so das Ding, wo ich die großen Conventions betrachtet hatte. Und dann in Köln habe ich dann die Intercomic für mich entdeckt, was ja nichts anderes ist als so ein Liebhabertreff für Comics, wo man auch so alten, geilen Scheiß findet. Dann gibt es ja hier noch im Kölner Raum oder im Rheinland generell, ne, die Dokomi, beziehungsweise der Japantag in Düsseldorf. Ja, ja, Also ja. es gibt ja schon eine ganze Menge. Die RPC natürlich, was eine geile Convention. Also ganz letztes Ja, Mal, super. letztes Jahr, Ja, das ist so geil, geil. auf einer persönlichen Art und Weise und die machen einfach so ziemlich alles richtig. Und ich habe mich auch entgegen des Shitstorms da bei Facebook war so gefreut, als es hieß, ja, die RPC bleibt, aber erweitert sich auf die CCXP. Ne? Viele wissen einfach nicht, die RPC bleibt ja, ne? Die wird dann nur erweitert. Ja. Und dann, nachdem man das einfach gegoogelt hat, Alter, wenn das so ist wie in Sao Paulo, mir fallen jetzt schon die Nüsse ab. Ja, das ist mega geil. Ja, und irgendwann kam dann auch mal die Anfrage aus Österreich, von der Comic-Con Bodensee. Ey, finde ich ganz cool. Eine von meinen Followern, die Sasa, lieben Gruß und lieben Gruß auch an den Alex. Dass die halt, ja, wollen wir nicht mal telefonieren oder skypen? Wir brauchen einen Host, wir brauchen einen Moderator. Wir haben zwar einen, aber wir brauchen jemanden mit mehr. Ja, der mehr an diesem Nerd-Kram dran ist. Und dann haben wir halt miteinander telefoniert, das hat alles gut geklungen. Und ja, dann saß ich wohl plötzlich in derselben Limo wie Femi Taylor, welche ja die nette grüne Sklavin von Jabba the Hutt ist, die da rumtanzt. Und bin dann ins Hotel eingecheckt, hab dann später Stanislav Janewski noch getroffen, ne, der den ja, der Viktor Krumm bei Harry Potter spielt und die Leute durfte ich dann interviewen, Backstage mit denen quatschen, Fotos machen, alles. Das war ziemlich, ziemlich geil. Das war im letzten Jahr. Und es wiederholt sich im nächsten, und wo ich dann auch wieder Host sein werde. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Aber wie ich Fall. das gerade finde mit den Conventions, da muss ich noch was zu sagen. Ich versuche es auch kurz zu halten. Also, das Ding ist, man findet es ist gerade eine dezente Übersättigung da, ja, finde Ja. ich. Ja. Und vor allem im deutschen Raum. Und man merkt das auch an der Qualität der Conventions. Man hat dann absichtlich versucht, andere Leute rauszudrängen, weil man dann dasselbe Datum oder dasselbe Wochenende wählte, weil man mehr Kohle hatte, um andere Gäste zu holen oder sonst was. Sehr offensichtlich. Und man hört auch immer mehr von Händlern, ne, dass sie sich ein bisschen beschwerten. Also, dass die Stände immer teurer werden, dass man weniger Service erhielt, dass dann Leute sich selbst Tische irgendwo hinkarren mussten, wenn es die denn überhaupt noch gegeben hat. Gerade was die Zeichner angeht, auch mega mies. Und ja, letztendlich, es blieben auch immer mehr Cosplayer aus, also die richtig guten. Und die sind dann halt zu anderen Conventions abgewandert im In- und Ausland. Und diese Übersättigung tut der Sache nicht gut. Vor allem dahingehend, weil wir ja erst noch dahin kommen müssen, dass wir eine Comic-Convention in Deutschland aufbauen. Und das passiert mit der CCXP ja erstmalig. Wollen wir ehrlich sein, sei es die Comic-Con in Stuttgart oder auch die German Comic-Con in Dortmund oder in Berlin, Frankfurt, München, wherever die auch immer sind. Das sind Popkultur-Conventions. Ne, das sind keine Comic-Conventions. Ja. Und das ist ja in den Staaten auch komplett anders mit San Diego Comic-Con und so. Ne, wenn man sich anguckt, wer da alles ist, das sind ja echt, Scott Snyder ist da, ne, Greg Capullo ist da, Brian Azzarello Ja, ist die da, Creme de la Creme. ne, Finch ist da. Das ist halt was Ja. anderes. Und da kommen wir jetzt erst hin. Und deswegen freue ich mich so auf die CCXP. Und wenn diese Geldmacherei oder diese Überkommerzialisierung hier in Deutschland ist halt einfach gerade, das geht so zulasten der Qualität. Und man merkt es immer wieder, und das habe ich auch in meiner Instagram-Story in einem Highlight ganz klar markiert in meinem Fazit von der letzten German Comic Con. Boah, es geht echt auf keine Kuhhaut mehr. Da sind zwar sehr viele coole Sachen, aber allmählich überwiegt das Schlechte, was mir ein schlechtes Gefühl gibt. Es ist einfach uncool, den Leuten irgendwie nur Geld abzunehmen, aber ihnen kaum was dafür wiederzugeben. Und das ist mies. Ja, also Ja. da kann ich mich, muss ich mich auch einhaken. So, mein Ding war zum Beispiel, also ich finde, ich merke jetzt im Gespräch, wir haben echt viel gemeinsam, auch so was Interessen angeht. Und ich habe es auch in deiner Insta-Story gesehen. Also tatsächlich, Charlie Sheen-Treffen wäre bei mir sehr, sehr hoch auf einer Liste, was mich interessieren würde. Und die Goffin-Stars-Treffen wäre bei mir ganz, ganz hoch oben auf einer Liste, weil ich die Serie auch liebe. Und das war ja jetzt alles auf der Comic-Con in Dortmund. Und ich bin eine halbe Stunde von Dortmund entfernt. Und ich bin trotzdem nicht hingegangen, weil ich den Veranstalter null unterstützen möchte mittlerweile an diesem Punkt, weil mich die anderen Messen zu sehr abgefuckt haben.
Und ich gesagt habe, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und was ich dann hinterher gesehen habe, hat mich eigentlich auch nur bekräftigt. Also noch bevor ich deine Insta-Story gesehen habe, als ich einfach nur woanders Insta-Stories gesehen habe, was da, also die hatten ein Squidditch-Feld, das war ein Witz. Das war ein Völkerballfeld, mehr nicht. Und dann hat man den Leuten Dingern in die Hand gedrückt und sie zu. Also, nein, also das ist einfach, Ja. weißt du, dann lieber dieses ganze System anders aufbauen, damit auch wirklich Fun dabei entsteht. Und ein anderes Problem, was ich auch bisher immer bei den Comic-Cons hier hatte und vor allen Dingen bei gewissen Comic-Cons von gewissen Veranstaltern, das habe ich schon öfters erwähnt, ich habe das Gefühl, ich zahle für die Leute, für die ich aber nicht komme. Ich zahle einem Veranstalter, aber mich interessiert fast null, was der Veranstalter macht, denn ich interessiere mich für die Cosplayer. Ich interessiere mich für die Zeichner. Und die kommen aber all anders. Die kommen entweder, weil sie selber bezahlen oder die kommen mit welchen von den Ständen und Händler. Ich weiß von einem Händler, mit dem ich, das ist mein LCS, mein Comicladen, wo ich immer hingehe, der auch schon abgemahnt wurde mit Anwälten von einer dieser Cons, wo ich dann gesagt habe, okay. Nice gemacht, Freunde. Als ob ich dann nochmal zu euch hingehen würde. Weil er halt einen freien Verkauf machen wollte an einem Tag wie die Con und hat dafür eine Abmahnung kassiert, ne, von denen. Ja, vor allem dieser negative Feedback, sage ich mal, der zieht sich ja auch schon, seit es die Con gibt, Ja, ne? seit Also Anfang an. er zieht sich schon von Anfang an und da schleicht sich halt oder schleicht sich nicht ein, aber da macht sich halt einfach das Gefühl breit, dass da auch keine Besserung irgendwie in Sicht ist, ne? Also schwierig, Der schwierig. erstens, Also ich mag ich sorry, ich wollte dich nicht okay, unterbrechen. ja, Mach ganz weiter. kurz nur. Also die ersten 2 Jahre bin ich ja auch der Meinung, ist das auch in Ordnung. Du kannst die ersten 2 Jahre auch hart verkacken. Aber wenn ich mir das Ja. angucke, ist es jetzt nach 4 Jahren, ich habe das Gefühl gehabt, es sah noch beschissener aus als beim ersten Mal. Und das ist ein richtig, richtig krasses Problem. Ne? Und so, das Handling bessert sich nicht und so. Also da muss ich echt sagen, das war zu krass. Da muss ich auch sagen, das war in Leipzig zur Comic- und Manga-Convention, wo ich war halt. Anders. Die Leute sind freundlicher, alles ist entspannter, das ist eine komplett anderes. Der ganze Vibe ist ja mies. Es hätte mir ja nichts gebracht, dahin zu gehen, die Stars zu treffen, die ich so gern treffen wollte eigentlich, aber die ganze Zeit mir zu denken, boah, ich hasse es hier zu sein. Du hast ja keinen Fun mehr so, Ja, weißt gut. du? Ja, also es wird ne, bisschen zurückrudern, oder was heißt zurückrudern? Also es läuft da echt gerade viel, viel verkehrt, aber es ist auch nicht alles scheiße. Ne? Also ich freue mich zum Beispiel unwahrscheinlich, dass die Charlie Sheen geholt haben. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass die Gotham Stars da sind. Das muss man halt auch erstmal hinkriegen, ne? Diese ganze Verwaltungssache. Und ich kann auch als Veranstalter Sicht von früher sich dann noch mit Security-Personal rumschlagen, mit einem Reisebüro oder sonst was. Dann ist noch ein Flug verspätet, dann sehen das in einem anderen oder fällt komplett aus, kriegt man noch einen neuen Flug rein. Hinter den Kulissen passiert eine ganze Menge und dabei fällt halt sehr, sehr viel hintenrum über. Also ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit. Ne? Das Problem ist einfach nur, dass es an diesen ganz einfachen Sachen sehr, sehr viel hapert. Und gerade wenn man mehrere Cons in einem Jahr macht, hat man ja sehr, sehr viel Erfahrung. Und es zeigt sich ja auch immer wieder, auch generell in Kommunikationsdingen, dass die eine oder andere Convention halt nicht so gut ist, während der Con und auch vor der Con. Ne? Also ohne jetzt eine Con zu benennen, es geht halt nicht, dass du auf Facebook rumheulst, dass man Tickets kaufen soll, damit man überhaupt Stars holen könnte. Ja, und da kam dann zu Recht ein Shitstorm auf. Ja, hallo, das ging halt nicht. Und Umkehrschluss dann, ne, also da eine frühzeitige Kommunikation, aber dann auch noch mit so einem blöden Content zu bringen, ist halt mies. Dann aber auf der Convention nicht in der Lage zu sein, den Leuten zu sagen, okay, passt auf, jetzt bitte hier für Elizabeth Olsen anstellen und dort bitte für Charlie Sheen. Problem. Aber nach wie vor, wir haben noch immer den einen oder anderen schönen Händler da und auch tolle Zeichner. Und es ist ja auch nicht alles scheiße, überhaupt nicht. Allerdings wird es immer schlechter. Und für mich sind einfach jetzt die negativen Seiten eben höher, auch wenn andere Sachen durchaus positiv laufen. Es ist mir einfach zu sehr Kommerzialisierung inzwischen drin. Ne? Und ich habe jetzt tatsächlich das hinter und auch vor den Kulissen bei der Comic-Con am Bodensee mitgekriegt, wo eben in Österreich überhaupt keine Übersättigung von Conventions stattfindet. Das heißt, ne, man könnte zwar einerseits meinen, okay, wir haben jetzt ein Monopol geschaffen hier, hahaha, nur haben nur die Austria Comic-Con hier. Aber die sind natürlich eher gezwungen, auch auf Qualität zu setzen, denn für die ist das ein hohes Risiko, finanzielles Risiko, einfach mal sowas aus dem Boden zu stampfen. Gibt es jetzt
in diesem Dreiländereck tatsächlich viele Nerds, die sich das anschauen wollen würden oder eben nicht. Und das ist echt schwierig, vor allem, weil das doch noch ein sehr konservativer Punkt da unten ist, ne? Überlegt einfach mal so Süddeutschland oder den Norden der Schweiz beziehungsweise von Österreich. Die sind ja doch noch, wenn man jetzt generalistisch sprechen würde, konservativer eingestellt als vielleicht in Westdeutschland oder Mitteldeutschland oder Berlin. Das war ein Risiko, aber umso mehr mussten die halt Qualität bieten. Und ich habe auch aus Veranstaltersicht, ne, selten, selten eine so perfekte Organisation gesehen. Also da hat jeder, seien es die Cosplayer, die vor Ort Tische hatten, oder ich als Host oder andere, wir haben Mappen gekriegt mit Anreise, mit Parkplätzen, mit Hallenplan, wo befindet sich was, in welche Areas darfst du rein, in welche nicht, mit den Telefonnummern von den verantwortlichen Leuten, mit den persönlichen Betreuern, Timetables. Es war alles aufgelistet, also unglaublich. Und für mich, weil ich auch den Cosplay-Contest moderiert habe, es wurde mir eine Liste gegeben mit allen Teilnehmern und später kamen noch Leute dazu und kamen weg. Ich wurde per WhatsApp oder aber per Telefon dann noch informiert, der fällt weg, der kommt neu rein. Das ist dann noch der Social-Media-Kram von demjenigen, dass ich überhaupt in der Lage war, mich auch zu informieren über die jeweiligen Cosplayer, um dann da halt auch mehr Value in die Gespräche mit reinbringen zu können. Oder wem musst du ein bisschen mehr mit Samthandschuhen anfassen, weil er vielleicht ein bisschen selbstkritischer Mensch ist oder sonst irgendwas. Das sind Sachen, wow, also da Hut ab, ganz ehrlich, das war ein Riesenkino, das war echt ein Riesenkino. Und dann siehst du dass dann eben bei einer Charlie Sheen Wartereihe, die es nicht hinkriegen, die Elizabeth Olsen-Fans da rauszuhauen. Also, problematisch. Ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage aus dem Chat vom lieben Matt Iverson. Der wollte mal gern von dir wissen, ob auf den Cons auch exklusive Sachen zu kriegen sind, zum Beispiel Variant-Cover, Actionfiguren, Funkos etc. Frage an mich jetzt. Ja, an dich. Ja, Also deine ja. Einschätzung Ja, dazu. absolut. Also ich fand das ganz charmant. Mich hatte der Marc, ein Freund von mir, angeschrieben, während ich auf der Convention war, jetzt bei der Spring Edition German Comic Con. Bei GameStop, da gibt es so limitierte Funkos von Thor. Nur 500 Stück oder so. Bringst du mir eine mit? Ja, tatsächlich, gab's da und habe ich mir dann auch eine mitgebracht. Also Fanservice, schreibe ich groß. Nein, also natürlich gibt's da sowas. Es gibt auch Variant-Cover oder die berühmten Blank-Covers, das gibt es. Hängt halt von den Händlern ab, die ganzen Leute oder die Veranstalter hinkarren können, ne? Oder wer sich darauf einlässt. Denn diese Stände sind halt nicht günstig und das müssen die erstmal reinholen. Ja. Ganz cool finde ich das tatsächlich. Wir haben häufig so von Independent-Labeln sehr viele Comic-Leute da. Ich habe auch tatsächlich lange mit einem Independent-Typ gesprochen. Ich habe total geil, sehr lange mit ihm geredet und habe ihm dann direkt mal vier Comics auch abgekauft. Kennt kein Schwein. Oder nur die wenigsten wahrscheinlich. Und der war total fasziniert davon, dass ich halt mit ihm mich so lange aufgehalten habe und meinte, Alter, kurze Frage, warum redest du mit mir so? Und ich so, ja, Alter, das sieht erstmal cool aus, storymäßig, so Quentin Tarantino Western-Style. Und habe ich ihn noch gefragt, kannst du mir das noch signieren? Ja, klar. Und er hat das überhaupt nicht verstanden, warum ich den jetzt so hochhebe. Und wenn man sich das anguckt, was die letzten Jahre passiert ist, gerade auch aus dem deutschen Indie-Sektor, schauen wir uns an, hier The Changer ist relativ groß gewachsen als Serie. Damals, viele warten ja auf den neuen Teil. Oder wie heißt der andere? Hier Trachtman, ne? Ist auch vom Ja, selben Label. der Trachtman, Auch vom ja, selben Mann. Label. Neil Ja, Adams Mann. Variant gibt es davon. und das ist halt auch ein Indie-Label. Und die Frage ist halt, warum soll man denen keine Chance geben? Und da, wenn du in den Anfangsstadien da sogar noch was abgreifen kannst, aus Sammlersicht ist das natürlich mega stark. Hier von Philipp Dörr auch, Philipp Dörr Art Agency, der Choco, der Zeichner. Unglaublich, was der da abliefert, genau wie der Marc. Der Choco hat sich inzwischen, glaube ich, Ja. sogar mit DC und Marvel getroffen. Ist ein Mexikaner, den haben wir damals eingeflogen extra. Ja? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der demnächst irgendwo bei einem noch größeren Label mal auftaucht.
Wahnsinn. Und also du bekommst Varianz, du bekommst persönliche Zeichnungen. Panini hat die letzten paar Male immer Zeichner mitgebracht, die auch bekannter sind. Ich habe mir von den Star Wars Comics, das Phasma-Comic, vom Originalzeichner eine persönliche Zeichnung und ein Autogramm geholt. Ganz, ganz toll. Also ich feiere das hart ab. Also von Funkos über Comics kriegst du da durchaus tolle Sachen, die es so draußen im Handel eben nicht gibt und sogar vielleicht so personalisiert werden. Ja. Wir können ja auch mal kurz zurückfragen, ob er nicht vorhat, auf eine der Messen, die wir angesprochen haben, zu kommen. Also jetzt die CCXP zum Beispiel würde sich anbieten. Chris und ich werden auch auf der Comic-Con in Stuttgart sein. Also wenn er vorbeikommt, einfach Hallo sagen, ne? Also auf der CCXP dürft ihr dem Martin Hallo sagen und uns und auf der Comic-Con Germany in Stuttgart dann mir den Chris. Er schreibt sogar Also gerade, generell, er ich hat sage auch immer. gestern. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hallo. Er hat nur gerade geschrieben, er hat sich tatsächlich den Thor gestern noch bei eBay ersteigert. Ach, was? Ja, Echt? geil. Krasse Nummer. Okay, krass. Ja, also tatsächlich, ich sage auch immer, wenn ich auf so eine Convention gehe, weil es ist nie böse gemeint, wenn ich Leute nicht erkenne oder nicht sehe. Ich bin auch kurz gewachsen, ne? Also meine Sichthöhe ist leicht begrenzt, dass die Leute mich einfach umtackeln sollen, ja, wenn sie mich dann sehen. Ich bin immer für einen Plausch zu haben, oder für Fotos, das ist gar kein Problem. Total lustig, wenn du auf Comics wirklich stehst, dann ist vielleicht die CCXP in Köln, die jetzt erstmalig stattfindet, vielleicht echt eine gute Anlaufstelle für dich, denn die fahren da gerade was Comic angeht, wirklich auf. Ne? Mit Ja, Brian Azzarello, fantastisch. die Oh beiden ja. Finches. Wow, ich hoffe, ich bete zu Gott, dass sie es schaffen, Scott Snyder zu holen. Ich hoffe es. Ich bete. Das wäre der Hammer. Ich habe Tackle ich dich damals. aber in der Reihe zu Scott Snyder um deinen Platz zu kriegen. Weil, ganz ehrlich, ich habe nämlich vor Jahren über seinen Twitter-Account hat er nämlich tatsächlich die Black Mirror Noir Edition verlost. Und ich Ja, habe sie geil. gewonnen. Ah, Tatsächlich. geil, Ja, Wahnsinn. also wirklich, wirklich mega, mega geil. Ne? Also feiere ich halt hart ab, das Ding. Und das würde ich mir so gerne signieren lassen. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ein paar signierte Sachen von Scott Snyder schon da. Ich habe eins, zwei, Ich auch. drei. Drei habe ich mindestens hier. Da hatte mir ein Und da habe Kollege, ich die halt einen mal persönlichen Bezug zu. von der Vienna Comic Con hat mir ein Kollege mal drei Stück mitgebracht. Da bin ich ganz froh. Auch sogar, ich habe Medal 1 sogar graden lassen davon. Aber es ist leider nur Ja, also 9,6. ich habe Tod der Familie signiert von ihm und Capullo. Und ich habe den Rat der Eulen, US-Ausgabe natürlich, ebenfalls von Snyder signiert und auch eingerahmt. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, das ist da oben. Kann ich ja mal bei Zeiten zeigen. Ich habe tatsächlich von Sehr Capullo geil. ein Mini-Layout-Zeichnung von ihm. Habe ich mal in so einer Grabbag bekommen. Das ist schon wahrscheinlich das Einzige, was ich jemals von ihm bekommen werde, weil seine Zeichnungen einfach exorbitant teuer sind und er keine Sketches oder so macht. Capullo, mit Capullo, die Zeichnung wäre mir gar nicht so wichtig. Ich würde gerne mit ihm mal an eine Hotelbar. Wer nicht? Wer nicht? Ja, wer nicht, Mann? Das ist das Der Typ, Beste. ich glaube, das ist eine Maschine. Genau. Ich wollte noch ganz kurz was fragen und zwar wegen Scott Snyder. Also steht das irgendwie im Raum, dass der vielleicht kommen kann? Oder hast du da irgendwas mitbekommen? Nee, Also nein, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich hoffe es einfach nur, weil ich finde, ach so, okay, weil ich, dachte ich also weil ich den, schon. ich habe einfach den Namen, als ich den Namen Brian Azzarello und David Finch liest, war es halt einfach so, weil das sind schon krasse Namen. Also das, ganz Ja, das ehrlich, auf jeden da denke Fall. ich, wenn ihr das Potenzial hinbekommt, dann kommt vielleicht noch was anderes. Gerade auch deshalb, weil bei der CCXP Warner mit drin hängt. Warner ist DC und wenn die es schaffen, den aktuellen Hauptdarsteller eines aktuellen DC-Films, welcher gerade echt Millionenumsätze macht, mit Shazam, Ja. ne, Zach Levy, wenn die den auch da hinkriegen und als erste Ankündigung sogar direkt bringen, dann kommen ja noch ein paar. Das ist eine Ansage, ja. Vor allem, ganz kurz, vor allem, ich habe ja gestern gelesen, der moderiert ja auch original eine Woche vor der CXP, moderiert er in Los Angeles die MTV Movie Awards. Ja, krass, oder? Also von Los Angeles nach Köln innerhalb 4 Tage so. Ja, und da muss man ja auch gucken, ne? Das war ja die erste Ankündigung und das ist echt ein Hammer gewesen.
Und später kam ja noch Wong dazu, ne, den Helfer von Dr. Strange. Und da schwächten sie dann ab. Klar, aber die Besten hält man sich ja zum Schluss nochmal auf. Und so lange ist es auch nicht mehr bis zur Con. Und ich bin halt, ich werde total schnell gehypt. Kennt ihr das? Dann kribbelt es direkt und oh, dann was ist, wenn der kommt und der kommt und der kommt und der kommt. Und ich versuche dann da immer so Hints rauszulesen. Und wenn dann Wong kommt, dann ist es auch nicht mehr weit von Cumberbatch, der halt in UK lebt, in London. Ja, was ist halt, wenn, weißt du, jetzt haben wir einen DC-Hauptcharakter, warum wäre dann auch nicht so der DC-Autor, der auch noch von Stephen King quasi Schüler war? Und Stephen King erlebt gerade so ein Horror-Revival im Kino, das würde halt alles wieder gut passen. Und dann konstruiere ich mir ganz schnell was. Da kann ich Und dich deswegen. aber, da kann ich dich abbremsen. Leider, leider, weil der Gedanke war bei mir auch schon da, dass Snyder ja kommen könnte. Aber die Realität ist, Snyder hat gerade ein Kind gekriegt und er hatte auch selber dann öfter schon dazu gesagt, dass er sich dieses Jahr aus den Convention Runs so weit wie möglich raushalten wird wegen den Kindern. Und deswegen halte ich es einfach für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er jetzt auch noch gerade zur CCXP kommt. Also Wobei, willst du mir gerade sagen, Snyder sagt, Poppen größer Convention. Gut, verstanden, verstanden. Ich kann es auch nicht verstehen, Ich finde aber es ja auch traurig. Schade. Ja, bei Ivan Reis war es aber auch so ähnlich. Der Ja. jetzt kommt auf die CCXP, auf was ich mich total freue. Der hat auch vor 2 Jahren abgesagt mal wegen der Scheidung. Also er war in einer ganz schlimmen Scheidung. Und deswegen habe ich ihn verpasst, weil er wäre auf die Comic-Con nach Stuttgart gekommen. Ich komme ja aus Stuttgart. Und da war ich sehr, sehr traurig. Deswegen kann ich das jetzt nachholen. So, nochmal Ja. kurz ein Zwischenruf von Matt Iverson, der ist noch ein bisschen dabei. Er meinte, er würde auch, was, er überlegt schon nach Köln zu kommen, zur CCXP, kann ich wirklich empfehlen. Also das Blog-Team ist am Freitag da. Falls du uns da siehst, einfach antackeln. Und er sagt, Genau. Machadau, du kannst ruhig öfter dabei sein. Er genießt das gerade hier sehr mit dir. Okay, Sehen wir auch ja, so. so der Ja, auf nächste jeden Drink Fall. geht auf Sehen wir auch dich. so. Also ich, Kunst, genau. Ah, ja, finde ich auch. Also gerne. Das kommt, wann du willst eigentlich. Morgen. Hey, so ein 24/7 Stream. 24/7 Komm einfach Stream, ja, morgen und Mann. dann machst du bei uns im Endgame-Stream mit. Ja. Oh Gott, das war eine miese Lache. Das war so, zack. Genau. Jetzt nochmal, jetzt haben wir auch schon, wie lange hier am Start waren. Genau, wir sind jetzt 1 Stunde und 8 Minuten ungefähr schon on. Deswegen für mich so als noch nicht abschließende Frage, aber so sage ich jetzt mal eine Frage, die man halt gerne zum Schluss stellen würde, ich das aber nicht tue, weil es noch nicht zu Ende ist. So Ziele, also was hast du langfristig einfach so geplant mit deinem Format? Was sind so deine Ziele? Was würdest du noch gerne machen? Auf welche Cons würdest du gehen noch so gerne? Also auf welcher Con warst du noch nicht und willst unbedingt mal hingehen? Hau einfach mal raus. Also Cons, die ich gerne besuchen würde, natürlich auf die Mutter aller Cons eigentlich, die San Diego Comic Con. Doch, da würde ich mal gerne vorbeischauen. Ich würde aber auch gerne mal zur Star Wars Celebration in Chicago. Ich ärgere mich da echt, dass ich nicht schon ein paar Jahre vorher darüber nachgedacht hatte, weil jetzt die Skywalker-Saga eben zu Ende geht. Aber ich bin so gehypt vom neuen Film, vom Teaser. Ja, Ich super auch. geil. Ja, Cons besuchen natürlich die Bodensee, weil ich bin der Host. Ja, und ansonsten, ich bin immer auf der Intercomic in Köln zu sehen, wenn es mir möglich ist. Und ich würde einfach generell sagen, jede Convention, die mir irgendeinen Mehrwert gibt, auch hier in Deutschland, die einfach geil daherkommt, also die mir was bietet, ne? Das kann auch mit aktuellen Conventions sein. Wenn die jetzt plötzlich komplett sich ummodellieren, dann gehe ich da auch gerne wieder hin. Ich glaube, die Londoner Con, die würde ich mir auch mal ganz gerne anschauen wollen und vielleicht noch die in Amsterdam. Aber das sind schon eine ganze Menge und deswegen glaube ich, reicht das schon so ein bisschen. Ziele, wo möchte ich gerne hin? Also ich fühle mich unwahrscheinlich wohl in diesem Moderationsmedium, gerade was Nerdigkeit angeht.
Und ich habe auch ein sehr, sehr gutes Feedback zur Comic-Con im Bodensee bekommen. Das wurde auch live gestreamt bei Facebook und bei Twitch. Und da kam auch sehr geiles Feedback vom Stream her. Ich könnte mir vorstellen, sowas öfter zu machen. Vielleicht passiert das auch in der nächsten Zeit auf anderen Conventions. Gucken wir mal. Aber da fühle ich mich schon sehr wohl und da hätte ich schon da Bock drauf, da mehr zu machen. Wann ist die Bodensee-Convention nochmal? Die ist im Spätsommer, Herbst nächsten Jahres. Genaues Datum könnt ihr aber bei Instagram sehen. Heißt @Comic-Con Bodensee. Relativ einfach. Das ist gerade angekündigt worden. Ich müsste jetzt persönlich selber nachgucken. Ich könnte versuchen, auch eine Überleitung einfach zu schaffen, indem ich weiter mit euch quatsche und trotzdem parallel herausfinde, indem ich selber tippe. Google Und Fu. euch fällt das quasi gar nicht auf. Ja, und zwar, ach, natürlich, ich konnte es mir entfallen. Es ist am 3. und 4. Oktober nächsten Jahres, also quasi um den Tag der Deutschen Einheit Nächstes herum. Jahr. Okay. Ah, krass, das ist aber noch vor. Also nächstes Jahr 2020, dieses Jahr nicht. Nee, die machen das im Zwei-Jahres-Rhythmus, weil, Im Zwei-Jahres-Rhythmus, ja, weil, das okay, ist total krass. lustig, das sind wirklich nur Privatleute, weil diese Conventions hat keinen kommerziellen Hintergrund. Die unterstützen. Nur, das ist nur, Ach, wie ja, geil. Wie das geil ist ist total das abgefahren. denn? Letztes Jahr war es vor allem für einen Jungen, der an Leukämie, glaube ich, oder eine schlimme Art von Leukämie erkrankte, aus deren direkten Umfeld. Und da haben die gesagt, wie kriegen wir möglichst viel Kohle zusammen? Und dann haben die sich entschlossen, das ist um den in so einem Star Wars Fanclub in Dornbirn in Österreich, dann kam dann die Idee auf, ey, Ja, komm, wir ja. machen eine Convention und da haben die dann irgendwie 2 Jahre dran gearbeitet und das haben die super gemacht und tatsächlich, da war dann auch so eine Cosplay-Gruppe, die dann noch Lose verkauft hat, alles nur für den guten Zweck, die haben auch nochmal 1.500 Euro gesammelt oder so, die haben alles komplett abgegeben und gespendet, also die ganze Convention. Wow. Will sich der DC-Block da nicht einmischen? Ich habe das Gefühl, wir müssen dann nächstes Jahr dahin und ich habe das Gefühl, wir hauen dann auch irgendwas noch raus mit Gewinnspielen, um da auch noch ein bisschen was zu sammeln, oder? Ja, Also auf jeden generell, Fall. wenn ihr Safe, da safe, draußen safe. Cosplayer, Autoren, Zeichner, Stars, Händler gibt, auf dem Instagram-Channel von der Comic-Con Bodensee ist jetzt auch ein Post erschienen. Es gibt ein Anmeldeformular, wo man sich anmelden kann, zu sagen kann, hey, es gibt mich auch. Und dann können die das da gesammelt einfach abarbeiten und dann gucken, was passt nicht, und dann mit den Leuten eben dann sprechen. Ist ja geil. Ja, hört sich auf jeden Fall. Da reden wir nochmal drüber, Ja, Lukas. auf jeden. Ja, also hört sich aber auf jeden Fall super toll an. Vor allem, ich wohne auch nicht so weit weg davon. Und ist auf jeden Fall eine Option da. So, liebe Leute, Brudis, wie ich immer sage, wir sind ungefähr bei 1 Stunde und 12. Martin hat noch einen Termin. Der Chris und ich wollen noch über Endgame reden und der Martin hat ihn noch nicht gesehen. Nächstes Wochenende, gib mir Zeit. ja, genau. Deswegen als allererstes vielen lieben Dank an die Zuschauer, die zugeschaltet haben, uns mal wieder dabei zugeschaut haben, wie wir über unsere Leidenschaften reden. Vielen lieben Dank. Dann ein wirklich, wirklich, wirklich herzlichen Dank an Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Sehr gerne. vorbeigeschaut hast. Applaus Hat für super viel euch. Spaß Danke für die gemacht. Einladung. Nein, für dich, für Für dich, für dich auf dich, für jeden Fall, dich. für Du dich. bist das gerne wiederkommen. War eine super tolle Gesprächsrunde. Und dann auch vielen lieben Dank an den Chris, der die Technik macht, ohne dem das eigentlich gar nicht möglich ist. Und Grüße gehen raus an unsere beiden Kollegen Hermann und Erik, die das wahrscheinlich dann auch irgendwann mal sich anhören werden. So, vielen lieben Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschö.